Wieder Freitag, neu im Schuhkarton aus der Soulbox mit Hikmet und Simon. Ja, und ich habe schon Schuhe in der Hand. Simon. Und Hikmet hat schon Schuhe in der Hand. Ja, lass uns doch gleich da, fangen okay. mal. Okay. So, ne? Maren Gilzer ist ein Scheiß gegen mich. Boah, Alter. Also wenn du vor 20 Jahren schon Bock gehabt hättest auf Fernsehen oder sowas, die hätten die alle rausgeschmissen für dich. Ich denke ja. Es gibt von Essex und Onitsuka Tiger eine Kollaboration aus dem Lifestyle und aus dem Performance-Teil des Hauses zusammen. Vielleicht sollten wir draußen einfach mal die Leute fragen, ob die den Unterschied überhaupt kennen zwischen Essex und Onitsuka Tiger. Was ist der Unterschied? Welcher ist Essex, welcher ist Onitsuka Tiger? Also soll ich vielleicht einfach mal so Hilfestellung geben? Also wir haben jemanden, der weiß es. Kleine Hilfestellung. Das ist Essex. Das ist Onitsuka Tiger. Am Ende des Tages haben wir halt zwei Schuhe von einer Marke mit zwei unterschiedlichen Namen. Essex, Onitsuka Tiger. Genau, ein G-Lite 5 und ein Shawrunner. Ja. Auch da nochmal, G-Lite 5, Shawrunner. Ja. Und diese Firma mit zwei Namen hat sich mit Offspring zusammengetan und eine Kollaboration rausgebracht. Offspring ist ein britischer Retailer. Kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Die waren früher echt stark gewesen im Schuhbereich. Also sind sie immer noch im Schuhbereich, aber nicht im Sportswear-Schuhbereich. Ich hatte mir damals meine ersten Wovens aus England besorgt. Das sind diese geflochtenen Dinger, die so aussehen wie Sindbads, keine Ahnung was Schuhe, nur mit Hosengummi irgendwie gemacht. War echt schwer gewesen, die Dinger zu bekommen, und Offspring hatte sowas da gehabt, und damals gab es halt auch mehr Turnschuhe. Jetzt, wenn du in den Offspring reingehst, finde ich schon so, dass das eher so uncharmanten Flip-Flop-Laden so ungefähr ist. Aber die haben jetzt eine Collab mit Onitsuka Tiger und mit Essex, wo ich sagen muss, die haben in letzter Zeit ein paar gute Sachen rausgehauen, und das Ding sieht stimmig aus. Aber die Interpretation dahinter, die sagst du ja sicher gleich, finde ich okay. Sand, was war das? Genau, das Desert Pack, hier eben die, was war das, der Sand, und mit diesen Kamel- und Brauntönen soll das eben Sand, Wüste, Kamele und den ganzen Schnickschnack da repräsentieren. Ja. Während der blaue Onitsuka Tiger Shawrunner die Wüste bei Nacht darstellen soll, der klare Himmel. Kann man richtig sehen, das sieht man so. Ja, hier dann noch mit der Perforation der Sternenhimmel, der mit 3M hinterlegt ist. Ja, ist die Story einfach mal umgesetzt. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich nicht sonderlich begeistert bin. Gerade wenn man sich jetzt das Size Wilderness Pack mal anguckt auf den Puma-Modellen. Gerade das zweite Wilderness Pack mit dem Blaze of Glory und dem Disc ist halt im Vergleich dazu ein Killer, so eine Landschaft umzusetzen. Stehen Engländer gerade auf Wüste oder sowas? Weil ich meine, Size ist auch in England. Ich habe keine Ahnung, worauf Briten stehen. Ich glaube, die stehen im Moment gerade darauf, dass Schottland sich nicht abspaltet und das Königreich zerfällt. Wir werden immer unpolitischer. Und ich fand das jetzt aber schon besser als diese IS-Nummer, ja, die wir wahrscheinlich rausgeschnitten haben. Fragt mich nach. Ja. Ich finde den Shawrunner finde ich von den Farben her klassisch, bisschen 3M mit drin, ist ein schönes Ding. Ob das jetzt der Nachthimmel in der Wüste ist oder ob das, was weiß ich, die Tiefsee vor Bora Bora ist, muss sich jeder selbst überlegen. Grundsätzlich sehr schön. Den G-Lite 5 finde ich jetzt nicht so stark, vor allem wenn man sieht, was in den letzten 12 Monaten an G-Lite 5 Kollaboration rausgekommen ist, finde ich, ist das eher eine schwächere. Ich finde den Shawrunner als Modell finde ich okay. Farben finde ich relativ langweilig. Also ich meine, gut klassisch, aber auch langweilig wirklich, weil dieses Blau, das reizt mich gar nicht. Und das finde ich gerade gut. Also der Schuh ist echt von den Farben relativ gewagt, weil es wirklich so Farben sind, die du normalerweise jetzt wirklich nicht an einem Schuh siehst. Also ich habe jetzt so einen Colorway noch nicht gesehen. Und am Fuß sieht der echt gut aus. Mir gefällt der richtig gut. Müssen ja nicht immer gleicher Meinung sein. Das ist wohl wahr. Nein, es kriselt zwischen uns beiden nicht. Es ist alles in Ordnung. Aber wir wollen auch mal unterschiedliche Meinungen haben dürfen. So nämlich. Shawrunner gibt es für 130 Euro. Okay. G-Lite 5 für 150 Euro. Hervorragend. Und Größenlauf, wissen wir denn? Größenlauf wissen wir, glaube ich, gerade nicht. Ich bin ein Arsch. Wir haben es bei allen anderen Schuhen, haben wir es uns wirklich notiert. Bei dem werden wir aber jetzt gleich eine Info kriegen. Mikey, kannst du uns sagen, was...
der Größen? 5 bis US8 bis US13. US8 bis US13. Ist 8,5 bis 10,5. 8,5 bis 10,5. Bei uns. Es kann sein, dass andere Stores andere Größenläufe haben, aber ich bin mir sicher, wir blenden jetzt schon mal eine Storeliste dann ein. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir blenden keine Storeliste ein, aber es gibt sicher einen Händler eures Vertrauens, der diesen Schuh auch vielleicht führen könnte. Ganz genau. In UK bei Offspring kam das Teil schon am 30. August raus. Da waren wir aber auf dem Soulmart. Deshalb gibt es den jetzt in dem Rest der Welt erst am 13. September. Nur also deshalb, weil wir auf dem Soulmart waren, haben sie sich gesagt, 13. September woanders. Richtig. Und deshalb ab morgen im Laden. Und das sind die Outfit-Bilder.